Okay, wir machen weiter bei Let's Play Clever und Smart. Immer noch mit Hellord 1986. Ich bin's. Sicher. Genau. Er ist's. Ja, beim letzten Mal, irgendwo, wo waren wir denn beim letzten Mal? Ach so, wir haben Billy the Kid befreit und wir sind in der Kneipe gelandet. Weil ihr müsst wissen, wenn wir aufnehmen, machen wir das danach auch. Wir treffen uns kurz vorher, nehmen zusammen auf und dann gehen wir saufen in der Kneipe. Ja, meistens befreien wir noch irgendwelche Ganoven unterwegs. Oder, beleidigen ja, Chinesen, nur, genau. Oder lassen uns zwei Haare wachsen. Okay, ich rede mit dem Barkeeper. So, so. Und nun? Ja, okay, da sagt er nicht. Hallo. Was wollen Sie, Amigo? Haben Sie Whisky? Natürlich haben wir Whisky. Wir haben hier nichts anderes. Das ist ein Saloon. Mir gefällt es hier. Nur schade, dass das Angebot etwas eintönig ist. Naja, manchmal serviere ich auch Tequila. Ich importiere ihn extra für Pancho, einen meiner Kunden. Aber heute habe ich ihm die letzte Flasche verkauft. Wer ist denn Pancho? Er ist Mexikaner. Seine Arbeit besteht darin, Siesta zu machen. Klar, wie im Film. Das ist typisch. Finden Sie es nicht ein bisschen herabwürdigend? Geben Sie nicht mir die Schuld, Amigo. Ich bin nur eine Figur. Ich habe mir keine Stereotypen ausgedacht. Wenn ich es getan hätte, wären alle Barkeeper im Wilden Westen Millionäre und hätten Villen voll oben ohne Mädchen. Haben Sie oben ohne Mädchen? Na, schade. Sie haben ein schönes Städtchen. Dankeschön. Wenn ich ehrlich bin, war es ein hartes Stück Arbeit, den Indianern das Land wegzunehmen. So, so, dann haben hier früher Indianer gelebt. Aber klar, tatsächlich leben noch heute Indianer hier in der Nähe. Die wenigen Übriggebliebenen sind damals mit eingeklemmten Bogen in den Norden geflohen, ans andere Ufer des Flusses. Und fürchten Sie nicht, dass die Indianer aus dem Reservat eine Gegenoffensive starten? Das bezweifle ich stark. Außerdem ist das alles so lange her und sie haben das Kriegsbeil begraben. Verstehe. Okay. Selbstverständlich nichts. Aber weißt du, du redest einen Barkeeper an und sagst ihm, pass auf, weißt du, du sprichst ihn an mit... Hallo. Was wollen Sie, Amigo? Und antwortest mit... Selbstverständlich nichts. Logisch. Schön, aber was soll ich damit? Fuck ihn ein. Tagchen. Was wollen Sie? Früher wollte ich Astronaut werden, aber ich glaube nicht, dass ich es noch schaffen kann. Nicht doch. Ich meinte, was Sie trinken wollen. Ah, in dem Fall... Ja. Wer spielt da Poker? Das ist Ernest Sullivan Andrews. Kennen Sie ihn nicht, Amigo? Ehrlich gesagt, nein. Er ist wahrscheinlich der größte und bekannteste Spieler der Gegend. Er hat noch nie ein Spiel verloren. Und wie macht er das? Er schummelt, und zwar fantastisch. Ein guter Rat, Amigo. Spielen Sie nicht mit ihm. Keine Sorge. Ich bin so ein schlechter Verlierer, dass mit mir nicht mal jemand Mühle oder Mensch ärgere dich nicht spielt. Aber Jeff muss aufpassen. Er kann Poker spielen. Oh, oh. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß beim Pokerspielen. Interessant ist aber auch... Dann mal... Gute Reise. Ich gehe hier doch gar nicht weg. Aber ich? Alleine schon, du sprichst den Barkeeper an, ne? So. Tagchen. Was wollen Sie? Und sagst dann, wer spielt da Poker? Ja, was wollen Sie? Ich wollte mal Astronaut werden. Typ dort nicht? Ach, das ist Jimmy, der Waffenhändler. Er verbringt ganze Tage im Alkoholrausch. Es ist sehr traurig. Aber er ist harmlos. Normalerweise lassen wir ihn dort, bis wir schließen. Und wenn Sie schließen? Dann bereite ich ihm mein Rezept, das Betrunkene, weg. Von dem Gebräu muss man sich zwar übergeben, ist aber sofort wach. Leider habe ich keine Zutaten mehr dafür. Wenn Sie was davon haben möchten, müssen Sie erst die 4 Zutaten, die ich brauche, besorgen. Oh, wir müssen 4 Zutaten bestimmt besorgen. Bestimmt Tinte dabei. Wie originell. Mm. Und das sagt ausgerechnet Fred aus dem Westen. Schon gut, war nicht gegen Sie gerichtet. Notieren Sie, ich brauche Lebertran, Kaktussaft, Tintenfischtinte und ein wenig Tequila. Wenn Sie das alles bringen, bereite ich Ihnen etwas von meinem Antisufttrank der Betrunkene weg. Tja, ich habe einen Freund in der Gegend. Ich kann mir denken, dass er mir hilft. Vertrauen Sie mir. Bald haben Sie Ihre 4 Zutaten. Okay, wahrscheinlich müssen wir den Waffenhändler irgendwann wieder fit machen und dann macht er seinen Laden auf. Ist anzunehmen, ja. Und die Tinte haben wir ja dafür schon. Mhm. Das Problem ist nur, irgendwie hat er eine Tequila-Flasche in der Hand, glaube ich. Es kann sein. Ja,
Ah, nee, wir müssen den schlafenden Mexikaner da ein bisschen brauchen für. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Aber ich habe noch eine Auswahlmöglichkeit. Okay, mach mal. Nettes Plätzchen. Was kann man hier trinken? Das ist ein Saloon. Wir servieren nur Whisky. Tja, dann wird Jeff diesen Ort ja richtig ins Herz schließen. Manchmal serviere ich auch Tequila bei Pancho de Okay, Mexican. Das hat man ja schon. Vielleicht später. Wie Sie wollen. Okay, ich gehe hier. Aber ich? Okay, dann gehen wir zum Fallspieler. Ja, okay. Können wir mal. Wenn ich gegen ihn spiele, verliere ich wahrscheinlich. Ja, warte. Hallo, spielen Sie Poker? Ja, mein Herr, ich bin der Abzocker der Stadt. habe ich Ihnen gesagt, dass ich Abzocker bin? Ja, das haben Sie. Caramba, ich habe gerade ein neues Wort erfunden. Bin ich genial. Es klang wie Dings oder so. Ich wollte sagen, dass ich der hiesige Abzocker bin. Ohne Angabe. Und ich schummle nie. Wollen Sie eine Runde mit mir spielen? Poker, verdeckt oder offen, Mindesteinsatz $20. Gib mir mal $20, Moment. Das ist Fred. Hast du dir etwas überlegt, du Leute? Ja. Am besten redest du mal mit ihm. Ich hab keine $20, du Nase. Vielleicht kann ich ihm Broschüren geben. Den hier spielen? Oha. Hallo, was spielen Sie? Poker, verdeckt oder offen, Mindesteinsatz $20. Ach, ich lass es lieber. Ich verstehe nichts vom Pokern. Wenn Sie möchten, können wir mal Mühle spielen. Bitte, wenn Sie nicht spielen möchten, lassen Sie mich in Ruhe. Verstanden? Ist ja schon gut. Sie haben vielleicht schlechte Laune. Arbeiten Sie für das Sozialamt? Okay, gerade meine Kavallerist ansprechen. Wenn ich ehrlich bin, fällt mir daran nichts auf. Na komm. Hallo, Amigo. Gehören Sie nicht zur 7. Kavallerie? Was machen Sie hier allein? Ich trinke ein Gläschen. Sieht man das nicht? Schon, aber da ihr immer alle zusammen unterwegs seid, um auf die armen Indianer zu ballern... Hey, bloß nicht ungerecht werden. Das passiert nur im Western. Deshalb, ja, das meine ich. Außerdem ballere ich nicht in der Gegend herum. Ich bin der Trompeter. Ich blase zum Einmarsch und zur Attacke. Es scheint Ihnen keinen Spaß zu machen. Touché. Ich habe es satt, immer dasselbe zu spielen. Jetzt würde ich gerne ein anderes Instrument spielen. Etwas richtig Cooles. Vielleicht Schlagzeug. Aber ich weiß nicht, ob das den Leuten im Fort gefallen würde. Das hängt davon ab, wenn Sie Forte spielen. Ich glaube, ich trinke noch einen, bevor ich mich totlache. Okay, mach du mal. Du kannst eh besser Paroli bieten. Nichts Besonderes. Stimmt, der ist schon mal nichts Besonderes. Wer sind Sie und was tun Sie in dieser Gegend? Viele Möglichkeiten gibt es hier ja nicht. Sieht man das nicht? Ich gehöre der 7. Kavallerie an. Als Trompeter, um genau zu sein. Und Sie recken Ihr Instrument stolz in die Höhe, was? Sehr witzig. Ich bin derjenige, der die Bataillonstrompete spielt. Verstehen Sie, was ich meine? Ehrlich gesagt, nein. Wissen Sie nicht, was im Western passiert, wenn die 7. Kavallerie kommt? Dass man immer tetretetetä hört? Der das schmettert, das bin ich. Jetzt begreife ich. Und? Macht das Spaß? Am Anfang ja. Aber mit der Zeit wird es langweilig. Man muss immer dasselbe spielen. Ich würde so gern ein anderes Instrument spielen. Etwas Cooleres. Wie E-Gitarre. Aber Hauptsache mal was anderes. Eine E-Gitarre im Wilden Westen? Meinen Sie, dass man damit Erfolg haben kann? Aber Logo, haben Sie denn nie Ennio Morricone gehört? Ich kenne mich nur mit Udo Jürgens aus. Darüber hinaus... Ja, er hat definitiv die besten Konter. Okay, wir haben noch zwei Leute hier. Gehen wir hier zum Waffenhändler. Er ist voll wie eine Strandhaubitze. Ich glaube? Ich glaube nicht, dass er wach wird, nur weil ich ihn anbrülle. Ja, okay. Mann, hat der eine Fahne. Ach, der Typ hat mehr Intus als Jeff nach dem Tag, an dem Mr. L. die Minibar seines Büros offen ließ. Den spreche ich lieber nicht an. Er könnte wütend werden. Wie er jedes Mal mich mit reinzieht. Der Junge da sieht etwas traurig aus. Der ist aus. Überhaupt nicht munter, der Arme. Okay, warte. Hallo, Amigo. Sie sehen mitgenommen aus. Bin ich auch. Schuld daran ist dieser blöde John Wayne. Er kriegt immer die Rolle des Sheriffs, immer er. Und wer sind Sie? Ich bin niemand.
Deshalb bin ich ja so traurig. Ich bin nur ein Komparse, laufe oder stehe in der Gegend herum, damit der Schauplatz belebter wird. Halten Sie das vielleicht für einen richtigen Job? Und warum gibt man Ihnen nicht die Rolle des Sheriffs? Weder die Rolle des Sheriffs noch irgendeine andere. Angeblich sehe ich nicht hart genug aus. Es wäre schön, wenn jemand den Sheriff erledigen würde, sodass seine Rolle frei wäre. Dann könnte ich den Sheriff spielen und alles sehe ganz anders aus. Aha. Das ließe sich machen. Dafür muss der besoffen, Hallo. Aber... Sie sehen etwas mitgenommen aus. Bin ich auch. Das bringt der Beruf so mit sich. Welcher Beruf? Ich bin Komparse. Sie wissen schon, einer der Statisten, die da sind, um das Bild zu füllen. Ach, das ist Ihr Job? Genau. Traurig, was? Und warum machen Sie nicht mal was anderes? Hauptrolle in einem Adventure oder so? Weil ich sonst nichts kann. Ich bin schon recht lange dabei. Ich würde gern Sheriff werden, aber immer kriegt John Wayne die Rolle. In jedem Film. Er spielt immer den Sheriff. Es wäre schön, wenn jemand den Sheriff erledigen würde und die Rolle frei würde. Dann könnte ich Sheriff werden und alles sehe anders aus. Ja. Okay. Gut. Wir haben auf jeden Fall eine Menge zu tun. Ich meine, ja. Lebertram besorgen, Kaktussaft, Tequila, Tinte haben wir ja schon, Sheriff erledigen, Bank ausrauben, Diamant besorgen. Aber weißt du, was mich mal interessiert, ob wir nur im Westen hängen bleiben oder ob wir auch noch in andere... Also ich kann dir so viel sagen. Ich habe mich ja vorher ein bisschen erkundigt über das Spiel und wir werden auch einmal im Weltraum unterwegs sein. Okay, komm mal hier rein. Genau. Oh Gott, wie sie... Ey, passend. Oh nein. Moment. Geil. Ich schaue mir nicht gern Särge an, auch wenn sie im Sonderangebot sind. Warte mal. Ich habe zu Hause schon eine Badewanne. Ja, musikalische Untermalung ist wirklich super. Das ist echt klasse. Mhm. Passt auch wieder wie Faust aufs Auge, so Sarkas im Grunde. Nur ein ausgestopfter Geier ist ein guter Geier. Dasselbe gilt für Bären. Mach nochmal. Wenn es mit mir zu Ende ginge, würde ich mir diesen Sarg kaufen. Mit Sicherheit. Und wo soll ich das Ding verstecken? In der Hosentasche? Ja. Na da, geht nicht. Warte, der Geier? Das Tier ist ausgestopft. Wahrscheinlich soll es die Atmosphäre auflockern. Moment. Hoffentlich hat der Tote keine Katzenhaarallergie. Aber eigentlich spielt es ja keine Rolle. Idiot. Ich glaube, die Katze ist ausgestopft. Ich versuche lieber nicht mit ihr zu reden. Okay, die Katze wird nicht gehighlightet, aber hier. Solange der Besitzer mich anschaut, kann ich das Teil nicht mitnehmen. Okay, der schaut dich nicht an. Okay, versuche ich nochmal ab. Moment. Warte mal, erstmal in den Sarg. Ich glaube nicht, dass der Bestatter begeistert wäre. Mach nochmal. Mietz. Hä, wird bei dir die Katze gehighlightet? Das bedeutet nicht. Wahrscheinlich ist sie ausgestopft. Nee, es ist der Sarg, der gehighlightet wird. Aber was wolltest du denn gerade nehmen? Die Säge. Achso. Ja, dann sprich du mal mit ihm, dann klaue ich die Säge. Entschuldigung? Ja? Sind Sie der Bestatter von Western City? Ich glaube nicht, dass der Besitzer es mir erlaubt. Ja, der bin ich. Hätten Sie vielleicht einen Kranz zu verschenken? Am liebsten mit der Widmung für Bacterius aus Freude und Dankbarkeit für die vielen Jahre. Okay. Wir haben leider keine Blumen. Wer welche möchte, muss sie selbst mitbringen. Verstehe. Als potenzieller Kunde möchte ich mich über die unterschiedlichen Tarife, Angebote und Sonderrabatte informieren. Das neue Reformgesetz hat das Preisgefüge völlig verändert. Da uns die neuesten Informationen noch fehlen, kann ich Ihnen leider nichts dazu sagen. Was soll das heißen? Und was passiert, wenn ich hier sterben sollte? Wer wird sich um mich kümmern? Machen Sie sich keine Sorgen. Die Geier sind rund um die Uhr im Dienst. Na sowas. Dann warte ich lieber, bis die neuen Preise feststehen. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich umsehe? Sie können sich ruhig umsehen, aber bitte berühren Sie nichts. Ah, weißt du, was auch sein kann? Also entweder muss ich das Zeug... Kannst, oder wir müssen den Sheriff erst umbringen und dann geht er gucken oder so. Das könnte natürlich auch sein. Warte, okay. Ich rede mal eine Runde mit ihm. Der zieht sich recht gut an für eine wandelnde Vogelscheuche. Hallo, guten Tag. Mensch, ein Kollege. Und du bist Entschuldigen Sie, weg. Was haben Sie gesagt? Naja, sind Sie denn kein Bestatter? Ich glaube nicht, dass... Sie tragen doch unsere Uniform. Okay, die Säge habe ich. Ja, ich bin der Bestatter meines Dorfes. Ich bin zu Besuch hier, um mich über Sargneuheiten zu informieren. Ich bin entzückt, Ihnen helfen zu können, Herr Kollege. Ich habe hier tatsächlich das neueste Sargmodell. Schauen Sie mal. Gott! Welche Kapazität hat er? Die typische Versage. Einzelliegeplatz. In der Beziehung hat man wenig Auswahl.
Kann er unter Wasser tauchen? Was soll ich sagen? So hundertprozentig kann er nicht tauchen, nein. Bedenken Sie, er ist aus Holz und Holz schwimmt. Aber das Stück ist ausgesprochen wasserdicht. Okay, sei mal raus, oder? Wie viel verbraucht er denn so? Der Verbrauch geht gegen Null. Und dabei... Wenn ich das Menü aufmache, dann hört er auch bei dir zu reden. Was? Wenn ich das, also wenn ich in mein Inventar gucke, hört er auf bei dir zu reden. Na, soll ich es dann nochmal anwählen? Was denn? Wie viel? Nee, ich wollte jetzt eigentlich wieder rausgehen, weil ich glaube, wir haben die Säge und ich denke mal, vielleicht müssen wir zum Galgen. Damit. Ja, Galgen könntest du ansehen, das stimmt. Okay, mal gucken. Okay, mal gucken. Und dann würde mich auch der Waffenladen aufmachen, denke ich. Ich denke mal, das wird auch irgendwas triggern, dass wir dann irgendwie aber an die Bank kommen. Moment, ich guck mal. Also bisher kommen wir gut voran, denke ich. Ja. Ja. Aha. Boah! Natürlich. Das Digga. Kann er, das kann er in der Hosentasche. Aber sag er nicht mit dem. Moment. Ich gebe es zu. Auch ich fühle mich manchmal stocksteif. Aha. So, so. Okay, aber wofür haben wir die Broschüren? Frisiersalon. Oder? Der gehört ein. Hast du dem Sheriff. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen Galgen. Gibt's noch einen Ausgang? Echt? Ja, zu den Antiquitäten und zum Bahnhof waren wir noch nicht. Ach ja, genau, wir müssen mal... beim Bahnhof sind wir hergekommen. Ja, aber da ist ja der Mexikaner und der hat ja den Tequila. Stimmt, okay, komm, ich versuche mal. Man hat uns gesagt, dass du die letzte Flasche Tequila aus dem Salon hast. Kannst du mir ein bisschen davon abgeben? Das Tauli. Ich brauche den Tequila wirklich. Hör mal, ich kann den ganzen Tag hier bleiben. Ich hab Zeit, wenn du schlafen möchtest, gib mir einfach den Tequila und ich verzieh mich. Krass. Das ging einfach. Cool. Ritten wir trotzdem nochmal mit dir. Hallo, aufwachen. Kein Mucks. Moment. Ich komme nicht ran. Was wolltest du denn jetzt noch? Die Kabel leiten Strom zum Bahnhof. Da oben hier die Überladeleitung. Überlandleitung. Da könntest du du hast dann gerade den Galgen abgebaut. Mal gucken. Da tut sich nichts. Nee, mach hier nicht. Okay, dann sollten wir hier mal ins Fenster gucken. Auf der anderen Seite ist niemand. Das klappt nicht. Ja, okay. Der Bahnhof ist leer. Nur der Mexikaner ist hier. Völlig sinnlos. Allerdings. Okay, sollen wir zum Antiquitätenladen? Ja, wir müssen ja jetzt irgendwie... Dort hätte was Interessantes sein können, ist es aber nicht. Warte mal, völlig wir Sinn. Haben jetzt den Tequila, jetzt brauchen wir noch Kaktussaft und Lebertran. Und ich denke, eins von den beiden werden wir bei irgendwelchen Indianern bekommen. Ich weiß nur nicht, wie wir zu den Indianern kommen, weil muss ja hier auch noch im Gang hingehen. Ich frage mich nur, warte mal. Da tut sich nichts. Wie ich dir das jetzt geben kann. Kannst Tequila. Du nicht. Ja, aber wir müssen ja alles auf einmal abgeben, denke ich, oder? Ach, bestimmt nicht, nacheinander reicht bestimmt auch. Okay. Dann gehen wir zum Antiquitätenladen mal rein. Vielleicht können wir den jetzt ansprechen und fragen. Oh. Guten Tag, der Herr. Suchen Sie etwas Besonderes oder möchten Sie sich nur umsehen? Ersteres. Ich interessiere mich für einen Diamanten. Einen Diamanten? Die führen wir nicht. Dies ist ein Antiquitätenhandel, kein Juweliergeschäft. Sowas? Aber ein Vöglein hat mir verraten, dass sie vor kurzem einen Diamanten gekauft haben. Und zwar aus äußerst fragwürdigen Händen. Außerdem sollen sie die hohe Summe bar bezahlt haben. Was wollen Sie damit sagen? Ich würde niemals etwas Illegales kaufen. Ich zahle Steuern und bezahle die Schule der Kinder meiner Frau. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Gut, dann rufen wir den Sheriff und erzählen ihm, dass sie einen Diamanten von Billy the Kid gekauft haben. Ach, das dann doch nicht. Vielleicht könnten wir uns irgendwie arrangieren. Schießen Sie los. Ich verkaufe Ihnen den Diamanten, wenn Sie niemandem etwas über mein Nebengeschäft verraten. Ja, aber wie wollen Sie Geschäfte mit Ihrem zweiten Geschäft machen, wenn niemand weiß, dass Sie dieses zweite Geschäft überhaupt betreiben? Das ist mein Problem. Nun, was sagen Sie? Sind wir im Geschäft oder nicht? Von welchem Geschäft sprechen wir jetzt? Von dem mit dem Diamanten. Möchten Sie ihn kaufen oder nicht? Ja, wie teuer ist er? $11,000. In Euro bitte, in Euro. Lassen Sie mich überlegen. Der Dollar steht jetzt bei... Und es sind 11.000. Ich multipliziere es mit 4, dann teile ich durch die Logarithmenbasis von Pi plus dem Kosinus des Euro.
mal sehen. Ergibt rund 170.000 Euro. Ich weiß nicht. Sicher? Haben Sie auch nicht die falsche Taste im Hirn gedrückt? Nein, gerechnet ist gerechnet. Nehmen Sie an oder lassen Sie es? Könnten Sie den Diamanten nicht gegen etwas anderes tauschen? Ja, das würde ich schon. Wie viel Text? Aber es ist schwer zu bekommen. Ich interessiere mich für einen Totempfahl der Indianer. Er ist einzigartig, von unschätzbarem Wert. Er befindet sich in dem Indianerdorf am anderen Flussufer und wird sehr gut bewacht. Man spricht ihm magische Kräfte zu. Es heißt, dass er aus dem Holz von Großmutter Weide geschnitzt wurde, der Squaw des Schamanen. Sie starb, nachdem Gauner ihr das Holz geraubt hatten. Der Schamane schwor Rache. Er holte sich das gestohlene Holz zurück, tötete die Räuber und errichtete an dem Ort des Geschehens einen Totempfahl zur Abschreckung von Eindringlingen. Es heißt, wenn jemand dem Totempfahl mit Feuer zu nahe kommt, wird der Pfahl glühend heiß und in einer Wolke aus Rauch und Flammen verschwinden. Er wird dann die Seele des Menschen bis zur Sonne tragen und die im Wind verstreute Asche wird einen Fluch über alle Bäume des Waldes breiten. Was halten Sie davon? Eines verstehe ich nicht. Warum ist der Bildschirm noch nicht explodiert? Die Geschichte des alten Sacks haben Sie doch sämtliche Balken gebogen. Ich muss doch sehr bitten. Nicht Sack. Antiquitätenhändler. Noch etwas zu der Geschichte. Sich dem Totempfahl mit Feuer zu nähern, heißt sich verbrennen. Und einen Fluch über den Wald zu legen, bedeutet Waldbrand. Ist Ihnen das klar? Wie Sie meinen. Ich bin aber sicher, dass der Totempfahl sich in meiner Diele fabelhaft machen würde. Ein großartiger Hutständer. Also in Kurzform. Ich bringe Ihnen besagten Totempfahl und Sie geben mir den Diamanten. Richtig? Richtig. Gut. Ja, gut, dass du den Galgen hast, weil ich denke mal, der wird dafür fungieren. So, Moment, soll ich jetzt nochmal eine Runde? Ich versuch's mal gerade, Moment. Das klappt. Ja, kannst du mal machen. Ja, müssen wir natürlich noch ein bisschen optimieren, dass er mir danach aussieht. Hallo, können Sie mir sagen, wo ich in dieser Stadt eine Toilette finde? Aber klar doch, gehen Sie in diese Richtung. Danke, ich muss wirklich dringend. Das war's, mehr kann er nicht sagen. Okay, wir brauchen, was brauchen wir denn noch? Kaktussaft und was noch? Kaktussaft und Lebertran. Gut, okay. Dass ich mir das aufgeschrieben habe. Okay, Kaktussaft. So, komm, wir gehen. Ich will jetzt eigentlich jetzt mal wirklich da ganz... Da kann ich noch so lange gucken. Ja, da kannst du noch so lange gucken. Hier, irgendwo muss es ja einen Gang geben Richtung, Richtung Indianerdorf. Ah, da, ganz nach links, ja, schön. Wo bist du denn? Hier, beim Salon. Okay, warte, ich komme. Ah ja, stimmt, okay, komm. Hä, warte, achso, da sind wir. Oh, ey, ich dachte jetzt, es wäre eine Sequenz oder sowas. Ne, ist aber gut gemacht hier. Oh, Kaktus. Ah ja, stimmt, okay. Mann, wie bitte? Soll ich... Was? Ich habe Kakteen Mann, noch nie gemocht. Kannst du da mit dem Glas dran oder so? Mann, was für ein riesiger Kaktus. Nein, ich möchte mich nicht dran stechen. Ja, okay, da brauchen wir was wie Handschuhe oder so, denke ich. Warte, Oder Säge? Warte mal. Nada, geht nicht. Nee. Okay, also wir können zum Bergwerk, wir können zur Brücke noch. Oh, verdammt, jetzt bin ich aus Versehen zur Brücke. Die Brücke ist kaputt. Okay, ich komme dann zur Brücke, Moment. Ja. Leg mal deinen Totempfahl darüber. Ah, gute Idee. Moment, so. Na komm. Hallo? Aha. Brücke. War das nicht genial? Das Überqueren ist jetzt kein Problem. Ja, super. Ha. Wir cheaten hier. Eindeutig. Es geht viel zu einfach zum Teil. Hey, was soll das? Wollt ihr mich wohl loslassen? Was ist denn jetzt gerade? Leichtgesicht, schweig! Du gefangen genommen! Wo bist du? Ich bin gefangen genommen. Wie? Oh, großer Häuptling. Wir finden Bleichgesicht nahe Brücke. Bleichgesicht laufen und lauern. Wir gefangen genommen und hier zu dir bringen. Gut gemacht, Patschi Adler. Du haben wieder bewiesen, du haben die Geschicklichkeit eines Wolperdingers, die Intelligenz einer Schnecke und die Schnelligkeit der Seespinne. Was mit ihm machen? Fesseln Bleichgesicht an Marterpfahl. Viel Zeit ist vergangen ohne Opferungen an die Götter, deswegen bei Sonnenaufgang wir ihn skalpieren. Ja, hast du das jetzt mitgekriegt? Ja.
Gut, skalpieren, nicht gesagt haben? Hehe, wollen wir ihm vielleicht die Wimpern skalpieren? Lasst mich frei, ihr Mamelucken! Lasst mich frei! Du nicht mehr frei! Du unser Land betreten und jetzt Folgen tragen! Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass dies euer Gebiet ist. Ihr solltet es wenigstens markieren. Wir skalpieren Bleichgesichter. In deinem Fall keine große Möglichkeit. Wir müssen uns mit wenig begnügen. Was soll's? Heute Nacht, du werden geopfert den Göttern. Großer Häuptling hat gesprochen. Okay, das denke ich mal. Ich weiß nicht, ob ich hier rauskomme, aber eines ist sicher. Wenn ja, muss die Vollpfeife Bacterius sich warm anziehen. Okay, ich kann jetzt wenig machen. Sollen wir hier erstmal einen Schnitt machen? Jeff. Wie ein Schaschlikspieß. Auf diese Weise werde ich das Seil nie durchtrennen. Okay, jetzt sagen wir bitte nicht, muss die... Oh Gott, ich muss dich erstmal befreien. Ja, dann ist ja perfekt, wenn wir einen Schnitt machen. Ja, würde ich sagen, ne? Okay. Dann sag ich erstmal danke fürs Zugucken bei Let's Play Cover und Smart und wir sehen uns bei der nächsten Folge von uns. Weil? Auf diese Weise werde ich das Seil... Weil? Ich kann dich nicht ansprechen. Armer Jeff. Ja, echt armer Jeff. Okay, dann gibt's die nächste Folge wie gewohnt bei Hello und ich sage danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao, ciao.